Noch 7 Endspiele, es wird immer enger und immer schwieriger. Köln und der HSV, zwei Traditionsklubs tief im Tabellenkeller, kurz vor dem Abstieg. Der Bundesliga droht ein großer Verlust. Sportlich nein, wenn sie absteigen, dann ist es einfach so, dass sie nicht gut genug waren. Aber natürlich aufgrund der Tradition und aufgrund ihrer Power, was die Vereine ja haben, mit dem Fanpotenzial, mit den Städten dahinter. Und da werden sie definitiv der Bundesliga fehlen. Volle Stadien, viele Fans bei Auswärtsspielen. Der FC und der HSV, Fanmagneten, Clubs mit großer Historie. Klar, wenn Köln und Hamburg sind zwei Traditionsvereine, die auch sehr viel Fans bewegen. Und gerade HSV, sage ich mal, wenn man das aus Bremer Sicht anschaut, da würde was fehlen. Diese Nordderbys sind immer etwas Besonderes gewesen. Das würde definitiv fehlen. Hamburg gegen Bremen. Schon 108 Spiele in der Bundesliga. Kein anderes Duell gab es häufiger. Sportlich waren es immer große Rivalität, aber fair miteinander gestritten. Da würde natürlich extrem was fehlen. Deshalb, man wünscht keinem diesen Abstieg. Es müssen eben welche aus der Liga raus und es ist so oder so schade dann. Das Urgestein der Liga, der Dino. Tabellenletzter mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 15. Die zweite Liga näher denn je. Ganz andere Gefühlswelt in Köln. Nach einer aussichtslosen Mission sind es nur noch 5 Punkte Rückstand. Man traut dem FC irgendwie noch zu, Abstieg Nummer 6 zu verhindern. Bei Köln aus meiner Sicht heraus ein bisschen verwunderlich, weil ich habe viele Spiele eben auch gesehen und spielen eigentlich einen ganz ordentlichen Fußball, aber immer wieder so unglaubliche Konzentrationsfehler, die dann zu Gegentoren führen, immer so Phasen, wo sie ja völlig den Faden verlieren und bis dahin aber eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Beim HSV wundert es mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das war ein bisschen sehr dünn bis jetzt, fußballerisch mit das Schwächste, was bis jetzt in der Bundesliga rumläuft. Und da ist es nicht verwunderlich, dass sie eben so dastehen. Noch ist ein letzter Funke Hoffnung vorhanden, auch wenn dieser beim HSV nur noch sehr, sehr klein ist. Zwei Traditionsklubs vor dem Abstieg. Der Bundesliga würde etwas verloren gehen.